So Leute, willkommen zurück in der Monster Farm. Ich hoffe, ich kriege den Deos-Drachen irgendwie gebacken. Ja, gebackener Deos-Drache. Der wohl gut schmeckt. Muss ich kurz was checken. Ich habe hier ein paar HP-Sphäre nämlich noch hier reingepfiffen. Einen hätte ich noch Platz, aber ich habe keinen mehr. Ja. Aber immerhin habe ich jetzt die Glücksfälle da oben mal gemacht und aktiviert und zeige über 70 Glück schon mal. Das Krasse ist ja, gegen den schwarzen Bahamut brauche ich 100! 100! Und da schon 10 zu bekommen, dauert eine halbe Stunde gefühlt. Okay, stimmt sogar fast, es sind 20 Minuten. Für ein bisschen Glück. Und das ist nur für einen Charakter. Die Fortuna-Sphären sind ja nicht das Schlimme, das geht ja noch. Aber die Glücksphären, boah, ich hasse das langsam. Okay, genug rumgeblabbert, sag ich mal schön. Ab geht's zum Deos-Drachen. Und das kann ein bisschen dauern. Kostet 25.000 Gilden zu herauszufordern. Der Gute hat nämlich 10 Millionen HP. Darum dauert es auch so lange. So, ab geht's! Da ist ja keine Bosskampfmusik oder sowas. Es würde hier reinpassen. So. Der sieht auf jeden Fall sehr, sehr groß aus. Und er hält sehr, sehr viel aus. Ich empfehle euch hier schon mal Protes und Shell. Weil seine Angriffe sind schon sehr heftig. Ich glaube, der hat sogar eine Immunität zu Suppression. Ist halt die verstärkte Version von Omega Weapon. Na gut, ist auch noch relativ schnell. Da gibt es nichts zu sagen und ich glaube, seine Angriffe sind sogar so stark, dass ich die nicht mal aushalte. Muss ich gleich schauen. Bei Protoss und Shell wird das sehr kritisch werden. Einfach mal ein bisschen Unterstützung und Magie zaubern, solange es geht. Und dann wird reingepfiffen. Ja, mit 10 Millionen HP, das dauert auch eine Zeit lang. Ne? So, und wenn ich so schön bin, mache ich mal Hast auf Auron. Dem fehlt das im Ganzen ja noch, das Auto Hast. Leider. So, Shell, Protoss, Hast. Ja, mehr geht. Dann machen wir mal Zephyr. So, machen wir hier ein bisschen Wind. Mach hier Wind. Yay! Wie gesagt, das kann jetzt ein bisschen dauern. Fahr wieder so dasteht. Hallo. Ich glaube, der Gute hat sogar die Supernova drauf, also das gleiche wie Omega Weapon. Nur, dass es viel stärker ist. Ich meine wirklich, viel stärker. So, wirf mal die Flasche in den Wind. Ich frage mich eigentlich, wo bekommt auch um die neue Flasche her, dann, wenn er die in den Wind schiebt? Weil da hat er sie ja wieder. Sofort. Was? Okay, er kommt mit Ultima. Schauen wir mal, wie stark das ist. Bin gespannt. Wetten werden angenommen. Mit Shell. Ich glaube, Tidus hält das als einzige aus. Nee, okay, das macht gar nichts. 4000 auf jeden. Achso, das war ein Konter. Ah, 7000! Und das mit Protoss, Leute. Das heißt, das macht 14.000. Au! Okay, das kann jetzt richtig lange dauern. Wenn der jetzt auch noch Kontakt ständig, ja, das dauert ja richtig dann. Ai. Das erste, da rufe ich sogar mal jemanden. Ich rufe Anima wieder mal. Anima! Wenn ihr den Kampf hier richtig schnell beenden wollt, Leute, ich empfehle euch, Jojimbo zu rufen und ihm richtig viel Geld zu geben. Dann könnt ihr den Kampf sehr, ich meine wirklich sehr schnell beenden, aber kommt das wird auch langweilig. So, machen wir das mal Hast auf Anima, weil der so langsam ist. Der Deos, ja, der ist sogar relativ schnell, heißt es überhaupt. Ne? So, jetzt kommt sein Angriff. Autsch. 15.000! Autsch. Das tut doch weh. So, ich hau mal rein, ja? Jetzt sind 100.000 da rein. Das greift wieder an. Okay, er kontert nicht immer, alles klar. Also ist gut zu wissen. Konnte nur, wenn er Bock hat, alles klar. Zweimal so. Ich probiere es nochmal angreifen. Zack. Und ich halte mich damit mehr. Ich tue Anima einfach rein. Canones Eternalis. Ich glaube, das ist Maximalschaden auf einen Charakter. Nicht mal.
Wow, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, im Ernst. Okay, einfach rein. Chaos-Dimension, ich will reinpfeffern. Und zwar so richtig. Juhu. Kartusch. Und das macht 476.000, also nicht mehr eine halbe Million. So, der kontert Ekstase mit Ultima. So einer ist das also. Alles klar, ich verstehe das. So einer ist das also. Muss man aufpassen mit den Ekstasen, dass man die nicht so rauspfeffert. Einfach normal kämpfen. Einfach normal kämpfen. Außer er hält das Ultima aus. Aber das macht schon heftig Schaden. Gut, dann machen wir mal. Rapidschlag, damit ich wieder schnell drin bin. Ups! Und das konnte der nicht, der Gute. Ah, stimmt, der Auren kann es ja jetzt auch, ne? Rein damit! Ah, es ist schön, wenn alle das können. Dann bin ich so schön oft dran. Zack! Und zack! Und zack! So, was machst du diesmal? Angreifen, okay. Oh, 12.000 und das mit Brotas. Ouch. Also ich empfehle hier auf jeden Fall Brotas für alle und HP-Expande für alle. Ich hab's ja nicht für alle, ne? Und auf jeden Fall Schutzengel zaubern. Falls er einen verdammt harten Angriff auf Titus macht, machen wir das mal. So, und noch Schutzengel für dich, Jona. Die Charaktere, die halt Auto Phoenix haben. Weil irgendwann gehen wir auch die Phoenix für den aus. Es dauert halt nur, ne? Also Schutzengel auch für dich, Auron. Immer schön her damit. So, und jetzt Rapidschlag! Whoops! Megafunke! Was ist das denn? Ah, der Angriff, der auf alle geht. Alles klar. Woohoo! Autsch! Und Zustände macht das auch noch! Alter, der Angriff ist heftig! Also ohne Schutzengel wäre ich jetzt weg gewesen. Das Gute ist, ich bin jetzt nochmal dran. Aber trotzdem, autsch! Der haut da richtig rein! Oh, da muss ich noch eine Beste reinpfeffern. Und hoffen, dass ich dann nochmal dran bin, ne? Also ihr könnt mitzählen, Leute, der Gute hält 10 Millionen HP aus. Wie viel habe ich jetzt gemacht? Vielleicht mal 500.000? Nee, warte, sogar mehr. Eine Million sicher habe ich schon weg. Weil Anima ja schon eine halbe Million gemacht hat. Ja. Zack! Da kommt jetzt ein normaler Angriff, alles klar. Und der haut einfach mal so ein Falfares weg. Jo! Das ist Standard. Das Gute ist jetzt für mich wieder, ich bin jetzt wieder schneller, weil nach Schutzengel ist man ein bisschen langsam. Das ist so ein ziemlich mieser Nebeneffekt von Schutzengel. Dass man danach richtig, und man wirklich richtig langsam ist. So, habe ich ein Eto oder sowas? Ich habe Elixiere. Na gut, dann haue ich mal eine MP raus mit Titus. Wenn das so ist, zack! So, nun ist er nochmal dran. So. Das kann jetzt ein bisschen witzig werden. So. Wups! Anstelle von Deus Drachen, wenn man ihn besiegt, kann man auch diese HP-Expander und Schleifen-Ausrüstungen bekommen. Was ziemlich geil ist. So, Ivri, du bist der Nächste. Ja, ich hau hier meine Summons raus. Einfach weil ich so wenig HP habe. Genau deswegen. Also immer wenn er dran ist, dass ich einen Summon rauspfeffere. Zack! Und nochmal Schaden reinmache. Canones Eternalis! Canones Eternalis! Daraus könnte man sicher ein gutes Lied machen. 19.000. Also wenn ich mit allen Charakteren HP-Expander hätte, ne, konjunktiv das Böse, dann wäre das sogar ohne Summons durchaus möglich. Müsste ich halt ständig gegenheilen, immer wieder. Aber so ist es auch chillig. So, Rapidschlag! Wups! Nochmal! Rapidschlag! Wups! So, Meisterruf!
Nee, das war langweilig. Also Meister Rufi Irgendwo mache ich wirklich nur, wenn es anders nicht mehr geht. Ja? Weil das ist wirklich das Last End, kann man sagen. Wenn man einen Guck hat. Und Leute, das wäre doch langweilig. Okay, wahrscheinlich geht es auch nicht 100%, dass das der Irgendwo macht. Aber wenn ihm genug Geld gibt, dann ist es wirklich 100%. So, vereint euch mal! Das Markus Trio haut mir noch mal so richtig rein. Kartusch! 100.000, 200, nicht mal, 100, 200, 270, 300, 400. Oh, das war auch was. Ja, okay, das war eine halbe Million. Das war eine halbe Million, sogar mehr. Ich komme schon in die 2-Millionen-Grenze langsam. Ultima, ja, das ist ein Konto zu Ekstasen, das weiß ich jetzt schon. Danke. Wuhu! Kartusch! Also dieser Kampf hat durchaus seine Schwierigkeit, ne? Vor allem weil der letzte Tag, was ist das denn? Achso, das ist das. Also. Na gut, ich glaube, das Markus Trio ist tot. Der letzte Tag. Auch bekannt als Supernova. Ich finde interessant, dass es einen anderen Namen hat, aber gleiche Animation. Hätte eine andere Animation einpfeffen können. Oh, leck das. Fabs, please. Das haut das Markus-Trio einfach weg. Maximal Schaden auf alle. Ja gut, na gut, sag ich dann nur. Was war das denn? Okay, da braucht man wirklich Schutzengel, wenn man das aushalten will. Da gibt's kein Wenn, kein Aber. Das lasse ich, zauber das nochmal auf mich. Schutzengel, bitte sehr. Kostet einen Haufen MP. Lucidus, aber ich brauche es, bitte sehr. Und wenn er dann nochmal kommt, ja, dann ist er vorbei. Wenn ich keinen Schutzengel habe. Der hat gerade übertrieben, kann das sein, sein letzten Tag? Und so relativ für den Lag auch bei dieser Animation. Webs meinte einfach, jo, ich hab keinen Bock, das aufzunehmen. Kann ich auch gut verstehen. Das war auch der letzte Tag. Zweideutigkeit FDW. So. Wihaha! Ich glaube, den macht er auch nur, wenn man ihn schon ein bisschen HP abgezogen hat. So, Ixion, hau mal rein. Jetzt kommt wieder Megafunke, alles klar. Denn bei alle seine Angriffe sind ohne Element. Alle. Das heißt, wenn er ein Schutz vor Element hat, das juckt ihn nicht. Und wirklich, der Megafunke macht Zustände. Sogar einen Flugzustand habe ich gesehen bei Ixion ganz kurz, weil er schwarz war. Das ist ja richtig fies. Also wenn man hier auch keine Schleife hat, wünsche ich euch viel Spaß. So, kurz mal ein Elixier reinpfeffern für den guten Tidus. Ja, da wieder maximal MP, dann rein. Slitz! Bin ich da nochmal dran? Moment. Bam, 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 bam. Nein, bin ich nicht. Schade. Na gut, nächster Summon raus. Shiva! Langsam gehen wir die Summons aus. Und dann wird's richtig interessant. Wenn ich keine Summons mehr habe, dann heißt es sehr viel Schutzengel zaubert. Zack! Einmal reinpfeffern. Schön. Jetzt greift er an. Zack. Shiva lebt noch. Dann halt nochmal schlagen. Bitte sehr. Zack. Jetzt kommt das wieder. Yay! I'm frying my laser! Also richtig. Tschüss, Shiva. War schön. Dass du da warst. So, okay, ab geht's. Rapierschläge muss es regnen. Ist nicht drauf dran. Jawohl, so muss das sein. Na dann, rein! Und das Einzige, was gefährlich ist, wenn man hier trotz über 20.000 HP hat, ist der letzte Tag, der einfach mal Maximalschaden auf alle macht. Das ist das einzig Gefährliche hier. Wenn man keinen Schutzengel hat, vor allem. Apropos, okay, Aaron hat Schutzengel gerade.
Das sieht man so schlecht. Also einfach rein. Einfach rein. Zack. Ah, es kommt der Megafunke. Ich hätte mit großen Schädel am Anfang war eine gute Idee. Problem ist nur, wenn man mit Schutzengel wieder aufersteht, dass das weg ist. Ja, das ist ein Schutzengelkampf, Leute. Ja. Das heißt Schutzengel ohne Ende. Das könnte ich eigentlich ewig treiben, solange ich halt Elixiere habe. Ja. Oder bis der Freund hier wieder nur einen angreift. Das wäre auch eine Möglichkeit. Moment, wie viel Summons habe ich denn noch? Bamut und Chachimbo noch, alles klar. Dann hab ich noch ein paar Zeichen. Ich muss schon aufpassen, Ich mache einen Schutzengel und Auron haut einfach rein, weil es hat Auron fast Maximalstärke mit seiner Masse Mune. Das heißt, er wird definitiv jetzt Maximalschaden machen. Er kann machen, was er will, so. What? Ah, er macht einen physischen Angriff, okay. Das ist gut. Das ist das Best-Szenario im Spiel, gegen den Freund. Einfach, dass er nur angreift. Das ist das Chilligste. Und nebenbei, ist es in der Reihenfolge, zuerst kommt Schutzengel und dann kommt Auto-Phoenix, Leute. Das heißt, wenn der Schutzengel zaubert, wirkt erst das und erst dann wirkt der Auto-Phoenix. Das ist ein bisschen schräg, ich weiß. Rapidschläge muss es regnen! So richtig schnell! Yay! Da greift wieder an. Oh, hab ich Glück gerade, was das anbelangt. Finde ich toll, finde ich gut. Aber wie ihr seht, hier auch Schutzengel. Oh, ist sie langsam. Ernst? Yuna, warum bist du so langsam? Also stimmt, Schutzengel. Ich finde das lustig. Warum ist man nach Schutzengel so verdammt langsam? Ich meine, okay, es wäre ein bisschen zu einfach sonst, wenn es nicht so wäre. So, ich glaube, es kommt wieder mit einem verdammt harten Angriff. Also rufe ich Bahamut! Mein kleiner süßer Drache, komm herbei! Holladi, holladi, holladi! Kadusch! Und mach dich dann down, den ich den Boden kaputt her. Ja, hat ja nichts getan. So, weil ich so lustig bin, mache ich hier auch mal Hast. Uah, bist du langsam. Okay, dann halt nicht. Ja, einfach rein. Da sieht man mal, wie groß eigentlich der Deus ist. Doppelt so. Ne, sogar fast. Ja, so doppelt so groß wie Bahamut. Könnte hinkommen. So. Putz! Und der Bahamut hält das aus. Der steckt das weg. So muss das sein. So, greift wieder an. Tschüss, Bahamut. War schön. Ja, Bahamut hält extrem schon viel aus, muss ich sagen, der gefällt mir. Und ich glaube, bei diesem Freund kann man nicht mal den physischen Angriff ausweichen mit maximal Reflex. Ich kann sie mal ausprobieren bei Zeiten, aber das ist unnötig. Keine MB mehr, na, dann halt einfach rein. Upsi! So, Juno, bist du da zweimal dran? Schutzengel. Ja, auf Auron bitte sehr. Danke sehr. Jetzt rufe ich nur Train, wenn es wirklich anders nicht mehr geht. Ja, jetzt wird's interessant. Zucki! Und nochmal ist es schön war. Yippie! Das wird hier ein bisschen dauern. Nein, nicht Gillraub! Ne? Der hat doch keine Gill! Wuhu! Und ich halte das aus. So, kommt er. Ja, der ist extrem schwach, weil Tyus nicht mehr viel HP hat. Wegen seiner Ultima-Waffe. Schöner Effekt nebenbei. Wenn die ist wirklich extrem wenig HP hat, macht auch die Ultima-Waffe extrem wenig Schaden. Leider. So, jetzt geht's wieder. So, whoops! Nee, ich mach jetzt nichts Ekstase. Obwohl, ich hab Schutzengel, aber nee, lieber nicht. Lieber nicht. Lieber Yuna heilen. Und dann mal Shell auf alle und dann kann ich die Ekstase machen. Oh, okay. RIP! Schutzengel ist grüßen! Der letzte Tag! Der letzte Tag!
Komm, das wächst nicht so. Was habt ihr ja vorhin? Ah, das Feuer mag er nicht. Alles klar. Na, nächstes Mal schneide ich das für euch ein bisschen. Damit ihr es schön flüssig habt hier. So, Schutzengel des Grüßen. Also, wie ihr seht, wenn man Schutzengel hat, kommt der Autophönix nicht mehr. Ja, das ist mies. Das ist richtig mies. Das Coole ist, die wird noch immer volle Xaseläster. So, Aaron, ganz aufstehen, genau. Gut, dieses bisschen Vika geben. Und jetzt kommt der Vegafunke. Ich glaube, ich bin weg. Ja, ich glaube, ich bin weg. Ja. Kein Schutzengel mehr, kein Auto für nichts mehr. Okay, ich darf die Summers nicht so raushauen, alles klar. Boah, wie viel habe ich denn abgezogen? 5 Millionen? Vielleicht sogar ein bisschen mehr? Gut, Leute, ich schneide das mal für euch. Das wird jetzt für mich dauern. Und vielleicht sogar mit Vorspulen, mal sehen.
Bye.